Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, welches in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und deren Projekt Games in Politics entsteht. Ich bin Winter und stelle euch heute das Spiel 1378 Kilometer vor von Jens M. Stober. Darin geht es um die Grenzpolitik der DDR und diese Grenze zwischen DDR und BRD war tatsächlich 1378 Kilometer lang. Wir spielen das allerdings nicht alleine, wir haben drei Gäste hier oder Freunde. Hallo, ich bin Nikola. Hallo, ich bin die Eki. Und ich bin die Scalia. Genau, und zu viert werden wir jetzt spielen. Es geht darum, möchte wieder von euch wer das vorstellen? Ja, dann sage ich einfach mal kurz, worum es geht. Im ersten Bildschirm kann man sich aussuchen, ob man Mitglied der Grenztruppe ist oder ein Republikflüchtling ist. Und es geht eben darum, natürlich als Flüchtling über die Grenze zu kommen. Und als Grenztruppe muss man seinen Job machen und die Flüchtlinge davon abhalten, die Grenze zu überschreiten. Und man kann sie hierbei entweder festnehmen oder erschießen. Genau, und dann würde ich sagen, wählen wir unsere Teams. Jo, also ich bin jetzt drauf. Ich bin Flüchtling. Ich bin auch auf dem Server. Ich bin Grenzposten. Ich werde auch ein Flüchtling. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich glaube, ich renne in die falsche Richtung. Bevor wir losrennen, würde ich sagen, wir gehen erstmal in unterschiedliche TS-Channel. Ja, das hat vielleicht einen guten Sinn, ja. You are moved. So, da habt ihr kurz ein You are moved gehört. So, User joined your channel. Okay, und da ist mein Kollege. So. Meine Kollegin. gut, möchtest du ein bisschen was über das Spiel erzählen? Ich habe mir die Sachen gar nicht angeschaut. Leider okay, dann erzähle ich. Wo treffen wir uns denn? Also ich habe keine Ahnung, ich bin hier gerade an irgendeinem Zaun. Ja, am Zaun bin ich auch. Ich bin an so einem Wachturm hier. User was okay, moved out of your das channel. Weiß ich. Was ist denn jetzt los? User was, moved to your channel. Was ist da los? So, hallo Winde, wir waren ganz kurz verdreht. Ich war, obwohl ich Flüchtling war, leider in der im Grenzpolizei-Channel. Oh Gott, jetzt, ich habe jetzt alle meine, alle unsere Taktiken verraten. Oh nein! Okay, dann nee, weißt du, was wir jetzt machen? Weil jetzt die Grenzpolizei weiß, was du vorhast, denken sie jetzt natürlich, das würden wir genau nicht tun. Das heißt, genau das machen wir jetzt. Ja, ich sehe sie schon, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich bin in irgendeinem Wald und ich muss anscheinend über den Zaun drüber, aber ich habe keine Ahnung, wie. Den am Horizont einen Zaun. Ich renne da mal hin, aber ich bin leider noch sehr weit von dir entfernt, weil ich mich tatsächlich verlaufen habe. Ich kann auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Aber also ich weiß, dass du mit E kannst du ein Fernglas verwenden, was auch ziemlich praktisch ist. Oh, hier ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Oh, hier ist ein Zaun kaputt gegangen. Was? Wo bist du? Ich hab keine... ich sehe die Grenzpolizei rennen. Aber ich komme da nicht durch. Doch, ich bin durch, ich bin durch! Du bist durch. Ja. Siehst du irgendein Merkmal in der Landschaft? Ja, ich bin in der Mitte zwischen den beiden Wachtürmen und da links sehe ich zumindest einen. Wir sollten vielleicht auch ein bisschen was über das Spiel erzählen. Möchtest du da was erzählen? Ja, also das Spiel wurde damals, als es tatsächlich gemacht wurde, als Mod gemacht von einem anderen Spiel, das bereits existiert, von Half-Life 2. Und wurde als Kunstprojekt gemacht, um ein bisschen so die Diskussion anzuregen, auch über die Grenzpolitik damals und wie das damals eben, was dort auf der Todesgrenze passiert ist. Und ist gar nicht so gut angekommen, wie die Entwickler gehofft hatten. Leider, ja. Leider, weil viele gesagt haben, das ist widerwärtig tatsächlich, dieses Spiel. Und ich wurde tatsächlich entdeckt von der Grenzpolizei. Das heißt, ich flüchte jetzt und versuche in der Zeit zu erklären, was in dem Spiel... Dann übernehme ich jetzt und du flüchtest. Ich renne dann mal schnell. Ja. Nämlich, das widerwärtig ist ein Zitat aus der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hat das Spiel, oh, es wird geschossen, komplett zerfetzt und auseinandergenommen. Es haben sich sogar Angehörige von den Menschen, die damals gestorben sind, bei dieser Grenzbewachung, also Flüchtlinge, die gestorben sind, Angehörige von diesen Flüchtlingen, die haben Zivilklage gegen den Programmierer, gegen diesen... Ich habe den Namen vergessen. Jens M. Stober hieß er, glaube ich. Genau. Gegen den haben sie Zivilklage eingereicht, massig. Aber die wurde anscheinend dann fallen gelassen, Gott sei Dank. Denn persönlich muss ich sagen, ich finde das Spiel richtig gut. Also es gefällt mir. Und ich
finde es auch toll, dass hier dieses Thema aufgegriffen wird. Und ich kenne ein solches Thema, also ich kenne kein Spiel, das ein solches Thema aufweist. Ich kenne auch noch keins bisher, wobei man auch sagen muss, dass andere Spiele in der Ausstellung auch sehr schwere Themen aufgreifen. Aber das hier ist schon besonders interessant, weil es halt mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt. Also mit der wir kommen aus Deutschland und deswegen ist es halt auch sehr interessant, das mal so zu sehen, denke ich. Ja. Ich bin übrigens gefasst worden tatsächlich. Ich sehe es, die Grenzwächter haben 15 Punkte bekommen, wir noch 0. Dafür bin ich fast am Ende der Straße. Ich sehe immer noch keinen Grenzwächter, also ich weiß nicht, ob die mich sehen. Ja, vielleicht kannst du es ja schaffen. Ich bin jetzt tatsächlich rausgekommen. Ich vermute, ich spiele jetzt einen anderen Flüchtling. Also ich bin jetzt auf der Straße. Oh, verdammt, da kommt jemand! Oh nein, aber ich habe einen Schuss gehört. Bist du okay? Ich habe keinen Schuss gehört. Also die schießen nicht auf mich. Okay, das ist ja schon mal gut. Da ist auch, sie schießen auf mich. Ich sehe kein Loch im Zaun. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Also einerseits ist ja eigentlich echt komfortabel, dass wir miteinander sprechen können, was ja die Flüchtlinge damals nicht konnten. Und gleichzeitig ist es fast noch herzzerreißender, weil ich halt höre, was passiert und dir nicht helfen kann. Ja, aber ich glaube, es war nur eine Selbstschussanlage. Was ist jetzt los? Nein, ich bin am Rand der Karte. Ich komme hin, ich stecke hier in einem Viereck fest. Oh nein. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, das könnte auch echt schwer werden, weil wo ich hingelaufen bin, war dann so eine Wand aus Betonblöcken einfach aufgebaut, über die ich auch nicht drüber gekommen bin. Also, die ist schon sehr. Nein, gut, ich hänge schon wieder in einem Viereck drin. Und ich weiß nicht, wer es ist, aber es kommt immer näher. Nein. Ich hab schon wieder was knallen. Ich werde gleich festgenommen. Nein, ich bin festgenommen. Oh. 1 bis 3 Jahre Gefängnis wegen versuchter Republikflucht und anschließende besondere Überwachung. Oh, okay. Ja. Besondere Überwachung. Kann ich hier jetzt raus irgendwie? Also ich habe einfach gewartet und bin dann tatsächlich nochmal rausgekommen. Würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, was unsere Wachen jetzt gerade so treiben. Ich weiß es nicht. Die anderen reden ja auch gerade ganz munter darüber, was sie hier so erleben. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade im Zaun stecken geblieben. Ich stecke in der Zelle fest und ich kann mich ungefähr einen Schritt weit bewegen. Nach links und rechts. Nach vorne und hinten komplett, aber nach links und rechts nur einen Schritt jeweils. Naja. Jedenfalls ja, das war bei mir auch so. Aber andererseits ist es wahrscheinlich in einer echten Zelle auch so. Ja, in einer echten Zelle könnte ich die gesamte Zelle entlang gehen. Hier nur einen Schritt weit. Aber ist ja egal. Wir wurden gefasst. Oh. Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Wir wurden jedenfalls gefasst und ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt machen müssen. Ja, es ist schon, also es ist faszinierend, weil einerseits könnte man jetzt als Spieler sagen, okay, das ist ein schlechtes Spieldesign, weil man hat keine Karte, man hat keine Ahnung, wo das Ziel ist. Du standest da und hast gesagt, oh, ich komme hier nicht weiter und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Genau. Andererseits hatten die Flüchtlinge das damals auch nicht. Die hatten keine Karte, die wussten nicht, was sie machen können. Die wussten nicht, wo sie durchkommen. Ist ja realistisch. Irgendjemand schießt da. Und das Grenzgebiet ist tatsächlich auch so weit einfach, dass man von dem Zaun aus einfach nicht sehen kann, wo es hinführt, weil einfach alles, was man sieht, ist freie Fläche. Und genau, man hat keine Ahnung, wo man langkommt. Also es ist, ich würde sagen, tatsächlich, das Spiel ist in gewisser Weise tatsächlich verstörend, weil man halt einfach auf eine spielerische Art und Weise erfährt, wie sich die Menschen damals gefühlt haben könnten. Und der Gedanke, dass Menschen sowas echt erleben mussten, ist verstörend. Und insofern finde ich das Spiel eigentlich sehr gut, weil wir jetzt hier die Möglichkeit haben, ohne unser Leben in Gefahr zu bringen, zu verstehen, was halt in der Vergangenheit von Deutschland passiert ist und was Leuten geschehen ist. Und dann hoffentlich aus dieser Erfahrung lernen können und aus der Vergangenheit lernen können. Ich bin immer noch auf der anderen Seite des Zauns, aber einer der Grenzpolizisten hat mich schon entdeckt. Oh. Ich versuche mich hinter einem Baum zu verstecken. Ich würde dich ja suchen, weil ich bin tatsächlich auch noch auf unserer Seite des Zauns. Okay. Aber ich glaube, wir haben es jetzt dann auch bald. Wir haben gleich 10 Minuten erreicht. Mhm. Und wir haben nichts erreicht, nein, außer dass wir jetzt beide im Gefängnis waren und gut beobachtet werden. Leider. Also es ist eine sehr interessante Erfahrung.
Ja, mich würde tatsächlich auch interessieren, ob man das überhaupt gewinnen kann und wenn ja, wie. Vielleicht ziehe ich mir das nachher noch an. Aber für euch kann ich nur empfehlen, spielt das Spiel auch. Es ist schon ein bisschen älter. Es basiert auf, wie gesagt, Half-Life 2. Da bist du. Wir haben uns gefunden. Ja. Da links ist alles dicht. Aber vielleicht macht es euch ja auch Spaß, das zu spielen. Es ist leider mittlerweile untergegangen und wird überhaupt nicht mehr gespielt oder fast gar nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht bringt ihr es ja wieder, macht ihr es wieder ein bisschen populärer. Würde mich freuen. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Ja, ich sag auch Servus, also ciao. Ciao.